Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist jetzt schon einige Zeit her, wo ich das letzte Video gemacht hatte. Das war so ein Urlaubsüberbrückungsvideo. Ich brauchte einfach mal eine Auszeit von allem. Und deswegen kam da also nicht allzu viel Content von mir. Das Video davor, da ging es um, soweit ich weiß, um diverse Bug-Out-Bags, Möglichkeiten für den Transport. Und hatte euch auch meinen Rucksack vorgestellt. Und den wollte ich jetzt heute noch mal ein bisschen im Detail zeigen und auch den Inhalt davon. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten interessiert. Ja, ich bin hier in meinem improvisierten Filmstudio. Habe hier ein paar Lampen aufgestellt im Hintergrund. Das gute British Army Shelter Sheet. So sieht das aus. Habe ich hier einfach provisorisch mal an ein paar Rohre dran gemacht und lege jetzt einfach mal los mit meinem persönlichen Bug-Out-Pack. Ich hebe den jetzt gerade mal in die Kamera. Das ist dieser hier. Das ist der Tatonka-Rucksack. Wie gesagt, in dem vorigen Video, also in dem vorletzten Video, hatte ich das Teil etwas ausführlicher gezeigt. Leider aber gibt es den halt nicht mehr wohl neu zu kaufen. Der Nachfolger, der heißt Yukon in verschiedenen Größen. Gibt es, glaube 75 Liter, 90 Liter und so weiter. So, dann werde ich jetzt mal die Kamera etwas näher an den Rucksack zoomen und dann könnt ihr auch mehr sehen. Ich bin etwas kopflos, aber das macht auch nichts. So, was habe ich denn an persönlichen Gegenständen drin, wo ich denke, dass sie für mich im Bug-Out-Fall nötig sind oder Dinge, die ich gut gebrauchen kann. Fangen wir mal direkt mit dem Deckelfach an. Ich öffne den jetzt erstmal hier. Ich kann das Deckelfach hier hinterklappen. So, und hier ist eine, ja, wie nennt man es, Schneeschürze, soweit ich weiß. Also da ist noch massig Platz drin. Gut, das ist natürlich selbsterklärend. Hier habe ich ein kleines Erste-Hilfe-Pack drin. Das ist jetzt so ein Standardteil, Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs. Und da ist das Gebräuchlichste drin, das ist so ein Standardteil mit Verbandsmaterial. Okay, da ist sogar ein Fieberthermometer drin, eine Rettungsdecke, eine kleine Schere. Kann man sich alles individuell anpassen, aber fürs Nötigste ist das okay. Was habe ich hier noch drin? Ich habe hier oben einfach mal noch zwei Beutel mit Paracord reingemacht. Das sind Längen, die habe ich schon abgemessen, ein paar kürzere, ein paar längere. Das war es auch schon, was in diesem Fach drin ist. Ich hatte ja schon erwähnt bei dem vorletzten Video, dass wahrscheinlich erstaunlich wenig drin ist, im Gegensatz zu anderen Bug-Out-Bags. Jetzt mache ich mal den oberen Deckel auf. Da ist nämlich schon etwas mehr drin und das fällt mir auch schon teilweise entgegen. Hier oben sind Sachen drin, die man ja, wahrscheinlich
häufiger gebraucht oder wo man mal schnell ran muss. Ein paar Lederhandschuhe. Dann ist hier schon rausgefallen meine Kopflampe. Das ist die Strewnight TH20. Super Teil. Apropos super Teil. Ich werde in dieses Video auch wieder den Hinweis auf Werbung einblenden. Auch wenn die Sachen alle von mir selber gekauft sind und nicht gesponsert von irgendjemandem, weder von einem Händler noch von einem Hersteller oder sonst jemand. Aber da ja auch eine positive Darstellung schon als Werbung ausgelegt werden kann, deshalb immer der Hinweis in meinen Videos Werbung. So viel dazu. So, dann habe ich hier oben drin einen Beutel, da ist eine Powerbank drin. Damit kann ich zum Beispiel dann Smartphone aufladen oder auch ein paar andere Sachen. So, was habe ich hier noch drin? Ein kleines Sunglas mit den Daten 10x25. Nichts Dolles, keine bestimmte Marke. Aber funktioniert. So, dann einen kleinen Beutel mit Zunder, Streichhölzern, ist ein bisschen Kinspan drin und auch noch zwei Big-Feuerzeuge. So, und das letzte, was noch hier oben drin war, ist ein Regenponcho von Helicontex. Ja, den kann ich auch noch mal im Detail zeigen, wenn es interessiert. Das war das, was hier oben im Deckelfach drin war. So, kommen wir zum Hauptfach. Also es ist einfach alles locker reingeworfen. Natürlich, wie es gehört, schwere Sachen immer rückennah, leichtere Sachen nach vorne. Was ich jetzt hier noch nicht drin habe, das sind ja Essen und Getränke, sag ich mal. Also da würden noch 2,5 Liter Flaschen Wasser reinkommen und ein bisschen Notnahrung, heißt NRG5 oder Conva-Riegel, beziehungsweise beides. Aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie Wasserflaschen aussehen, und diese Notnahrungsdinger, die sollte eigentlich auch jeder kennen. So, was habe ich im Hauptfach drin? Das ist ein wasserdichter Beutel mit Ersatzwäsche. Das heißt, ja, Unterhosen, Socken, sowas ist da drin. Recht komprimiert. Wasserdicht, wasserdichter Beutel deshalb, weil der Rucksack natürlich nicht wasserdicht ist. So. Dann mein Mini-Survival-Bag, das habe ich schon mal in einem anderen Video oder in eins meiner ersten Videos schon mal vorgestellt, auch den Inhalt davon. Wen das interessiert, was da alles drin ist, der kann sich das gerne anschauen. Da ist Wasserfilter drin, Feuerzeug, Zunder, Taschenlampe und so weiter und so weiter. Als nächstes die gute Elefantenhaut von der Bundeswehr. Nässe-Schutzplane heißt es genau.
Ist sogar original mit einer Nummer drauf und wohl das Herstellungsjahr Februar 1994. Nicht kaputt zu bekommen. So. Weiter geht's mit diesem Beutelchen. Da ist nichts anderes drin als ein sehr großes Moskitonetz. Ist jetzt zu dieser Jahreszeit im Winter natürlich ein bisschen sinnfrei, aber für den Sommer oder sage ich mal zur Mückenzeit, um ein bisschen Schlaf zu bekommen, macht es Sinn und es riecht nichts. Man kann es noch weiter zusammen komprimieren, wenn man will. Bleibt einfach drin. Gut, was haben wir noch? Ein Schemack, universell verwendbar. Ich denke, wissen auch die meisten, was man damit machen kann. Das ist einfach ein Halstuch, ein Dreieckstuch. So, dann meine Edelstahl-Wasserflasche. Inklusive Becher. Das ist dann das Gefäß, Trinkgefäß, Kochgefäß. Ja, passt hier wunderbar rein. So. Dann ein Solarpanel zum Aufladen von Smartphone, Powerbank, whatever, inklusive diverser Ladekabel. Sehr praktisch und funktioniert super. Also auf jeden Fall besser als diese kleinen Powerbanks, wo die so eine Mini-Solarzelle drauf ist. Also das kann man eigentlich vergessen. Besser ist so ein Teil. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und gut. Das war's auch schon mit dem Hauptfach. Was jetzt noch fehlt, was auch essentiell wichtig ist, ich zettel jetzt einfach mal hier oben raus, ist ein Schlafsack. Das ist der Miwal Defender XL. Den habe ich auch schon mal in einem extra Video gezeigt. Eine Komforttemperatur von minus 9 Grad und eine Extremtemperatur von minus 26 Grad. Super Teil, ich bin mega zufrieden damit. So, das war schon fast der komplette Inhalt. Jetzt gibt es hier noch eine Außentasche. Da habe ich drin mein Survival-Angelset. Auch dazu gibt es ein Video, wenn es interessiert, mit der entsprechenden Schnur dazu. Eine Klappsäge. Noch eine Tasche, die ist allerdings nicht verschließbar, die ist komplett leer. Da habe ich noch eine Taschenlampe dran. Das
ist eine Torfeier TK15. Und hier außen am Gurt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier habe ich noch ein GPS dran von Garmin. Das ist das E-Trax 30X. Ja. Das war mein kompletter Inhalt von meinem Bug-Out-Bag. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick über den Inhalt von meinem Bug-Out-Bag gesehen. Und es werden sicherlich bei einigen Fragen aufkommen. Oh, der hat gar keinen Tarp dabei, er hat dies und jenes nicht dabei, noch nicht mal ein Messer. Doch, Messer ja, Tarp nein. Weil ich nehme den Regenponcho als Wetterschutz. Der hat Ösen, den kann ich auch als Tarp, als kleines Tarp aufspannen. Und dann muss ich nicht noch extra einen Tarp mitschleppen. So, der ganze Rucksack, inklusive dieses Inhalts, was ich euch gerade gezeigt habe, wiegt 12 Kilo. Jetzt müsst ihr noch das Wasser dazu rechnen, ein bisschen Nahrung, dann sind wir circa bei 16, 17 Kilo sein. Ja, mehr ist es nicht. Ja, in einem Bug-Out-Fall, falls ich das Teil also wirklich mal benutzen muss, was ich nicht hoffe, habe zum Beispiel das hier, mein Survival-Pack, sofort aus dem Rucksack rausgenommen. Deswegen ist es auch ziemlich weit oben drin und mache das an meine Koppel dran. An dieser Koppel, die habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Das ist dieses Teil. Ist im Prinzip nichts anderes als ein Gürtel. Da habe ich jetzt schon mein Messer dran. Dann kommt auch dieses Survival Pack dran. Das Messer ist mein unzerstörbares Kaiba BK2 oder BK2. Habe ich auch schon mal vorgestellt in einem Video. Extrem robust, sehr scharf und denke für so etwas ideal geeignet. Falls jemand Feuerstart und so weiter vermisst, ist alles hier in dem Survival Pack drin. Okay, das ist mein Bug-Out Pack. Was ich noch vergessen habe, was ich jetzt auch noch nicht hier drin habe, das sind natürlich die Ersatzbatterien für die Lampen. Aber na gut, die jetzt extra zu zeigen, das war jetzt mal ein kurzer Inhalt von meinem Bug-Out-Bag, damit ihr seht, wie der Inhalt auf mich persönlich zugeschnitten aussieht. Und ja, so ist es. Das Design des Rucksacks ist extra, ich sag mal, neutral gewählt, wie halt ein großer Wanderrucksack aussieht. So. Was ich euch noch vergessen habe zu zeigen, deswegen ein kleiner Nachtrag. Das war noch in der Seitentasche drin, habe ich glatt übersehen.
ein kleiner Mini-Klappspaten. Ja. So sieht das Teil aus. Ist keine bestimmte Marke. Kann man in verschiedenen Positionen festmachen. Aber für den Notfall reicht so ein Teil. Den gab es, glaube ich, mal beim Discounter. Aber fragt mich nicht mehr welchen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und macht's gut. Und das nächste Video kommt sogar sehr bald.